Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC-Brüder-Baustelle. Und ihr seht es, ich konnte nicht anders. Er musste einfach mit. Ich habe ihn gesehen, direkt mitgenommen. Sieht klasse aus und ich kam da einfach nicht mehr dran vorbei. Ich zeige euch natürlich auch gleich, warum er so der Wahnsinn ist. Wir haben hier den Bruder Volvo Radlader L260H Nummer, was ist die Brudernummer? 02458, glaube ich, war es. Sowas in dem Dreh. Und genau, ist tatsächlich seit heute erhältlich, heute in den Regalen, muss heute zugeschlagen, ging nicht anders. Ja? Und gleich ein Video für euch. Ja? Ich habe ihn bisher nur auf Bildern gesehen und so wie er jetzt hier im Karton ist, schauen wir es uns einfach mal an. Ein paar Sachen habe ich mal hergerichtet, ihr seht es hier im Hintergrund, steht schon ein bisschen was, aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns den Kameraden erstmal genau an. Ja? Ja, bei den anderen Sachen war immer im Internet ein bisschen mehr gestanden, also gerade was die Größen angeht und so weiter. Das ging hier ein bisschen unter. Beziehungsweise ich habe einfach nicht wirklich was gefunden. So. Da kommt er. So, was haben wir hier alles? Liste raus. Na? So, da haben wir ihn. So, was kommt sonst noch aus der Kiste? Gebrauchsanweisung oder Hinweise? Bitte nicht in kleinen Teile in den Mund und so. Mehr ist jetzt hier nicht dabei. Und Aufkleber für die Spiegel. Finde ich cool, dass das mit dabei ist. Es sind einige Aufkleber. Sind die alle? So viele Spiegel hat doch der gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aufkleber. Ja, das sind die Lampen wahrscheinlich mit dabei. Okay. Machen wir nachher natürlich auch gleich hin. Was haben wir hier? Also der Hammer. Der absolute Hammer. Ich habe ihn extra mal mit dazu gepackt, damit wir das hier mal im Vergleich sehen. Das ist doch mal ein Gespann, oder? Seht ihr das? Eigentlich nur perfekt jetzt. Eigentlich nur perfekt. Also so, genau so gehören die zusammen. Und genau dieses Bild habe ich gesehen. Und genau das war der Grund, warum ich gesagt habe, der muss sofort her. Erster Eindruck, ein wunderschönes Modell. Ein richtig schönes Modell. Gefällt mir gut. Mir gefällt sowieso. Ich mag Volvo und ich mag diese Farbgebung zwischen Gelb und dem Anthrazit. Ist genau mein Ding. Ist genau meine Farbgebung. Deswegen. Ich dachte, er ist ein bisschen dunkler. Ich hatte schon Sorge, dass die Farbe abweichend ist zu dem hier. Denn das ist eigentlich, glaube ich, sogar ein bisschen helleres Gelb, als Volvo es eigentlich hat oder hätte. Aber er hat genau die gleiche Farbe. Also von dem her an sich kein Problem. Ja, ich dachte, er wirkte etwas dunkler auf den Bildern. Genau. So, wir fangen mal ein bisschen an mit den Maßen. Fangen wir an. Spurbreite ist immer interessant. Wir haben hier eine Spurbreite von 18,5 Zentimeter. Ja, vorne wie hinten gleich. Wir haben eine Gesamtlänge. Wie messen wir denn die? So. So. Gesamtlänge. Ihr seht eine Gesamtlänge von 56 mit Schaufel. 56 mit Schaufel. Wir haben einen Radstand hier von Achse zu Achse 22,5 Zentimeter. Ich schreibe euch das unten natürlich. Ihr findet das alles unten in der Videobeschreibung. Ja. So, Höhe. Höhe haben wir auch 22 Zentimeter. 22 Zentimeter Höhe. Fehlt noch irgendwas? Ja. Spurbreite ist die Gesamtbreite. Also da kommen wir sehr gut hin. Ich hebe ihn euch gerade mal hoch, damit ihr den auch mal hier in der Gänze seht. In dieser genialen Gänze.
Hier haben wir das Knick-Ding. Hier, ganz toll mit den angedeuteten Kabeln. Ist jetzt für ein Spielmodell super. Hier werden nachher natürlich irgendwann mal die echten Leitungen durchlaufen müssen. Aber von dem her schon mal eine klasse Sache. Die Schaufel ist brachial. Also die Schaufel ist, wirkt 10-mal massiver. Wir schauen uns gleich die Schaufel an, die ich am alten Radlader habe. So, Türen kann man aufmachen. Diese hier nicht, oder? Die nicht. Aber auf der anderen Seite, die kann man aufmachen. Ist momentan noch angebunden. Genau. Hier hinten kann man auch aufmachen. So. Was nicht mehr geht, ist das ganze Teil hier aufzumachen. So. Wo waren wir denn? Waren wir hier? Warum habe ich denn gedreht? Vor lauter gucken. Ich bin völlig abgelenkt. Völlig abgelenkt. So. Und Umlicht? Kabinenbeleuchtung finde ich gut. Also ich finde die Kabine auch sehr schön. Also ich finde die echt, echt klasse. Also ja, machen wir auch nochmal unten natürlich. So sieht er unten aus, der Kamerad. Er hat hinten eine pendelnde Achse schon drin. Vorne ist starr. Wunderschön. Super. Also, der kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Die Räder. Was mir gleich aufgefallen ist, der hat die gleichen Räder wie der Dumper. Also sind exakt die gleichen Räder. Ich habe mal auch einen, das ist Dumperrad, ist vorbereitet für den Umbaugrad. Lack hier oben, also ihr seht, das sind genau die gleichen. Also genau die gleiche Größe. Das sind 108, 50, 45er. Ja. Sind genau die gleichen. Ich habe bei meinem anderen Radlader, beim Liebherr-Radlader, die Original-Bruderreifen drauf. Und ich muss sagen, wenn die ausgebleit sind, griptechnisch, habe ich jetzt da gerade kein Problem. Ich habe aber eh vorgehabt, bei meinem Radlader mal die Reifen zu wechseln und hatte da schon mal geguckt und habe mir da beim der Getriebedoktor, ich verlinke euch die Dinger unten, habe ich Reifen bestellt. Und zwar diese hier. Die passen wunderbar von der Größe her. Wenn ihr das hier anschaut, ist also die gleiche Reifengröße und die sind wunderbar gummig. Das heißt, die balgen hier richtig schön. Ja? Und das finde ich super. Das heißt, wenn die jetzt da halt hier mit Last im Endeffekt daherkommen, dann drückt es die ein bisschen zusammen und ich kann sie auch ausbleiben. Sie sind ein bisschen schmäler. Seht ihr? Aber ich glaube, das macht gar nicht so viel aus. Genau. Also habe ich vor, hier vielleicht auch gleich auszutauschen. Ich weiß es noch nicht. Ja? Ob ich sie gleich austausche oder einmal zuerst mit denen hier umbaue. Die Sache ist die, ich brauche ja eh Radadapter. Ja, die Radadapter kann ich ja nehmen. Ich habe ja welche für den Dumper. Wäre also jetzt überhaupt kein Problem. Da einfach die Radadapter hin knallen und fertig. Aber ich dachte mir, ja, die Felgen. Felgen schauen eigentlich ein bisschen anders aus. Und ich habe mal welche gedruckt. Das ist Prototyp, Testreihe und so weiter. Aber dachte mir, komm, die passen auch gut. Die sind jetzt zweiteilig. Die werden dann geschraubt hier innen drin. Das heißt, ich habe einmal den Teil, der auf die Achse drauf kommt oder auf die Motorwelle. Und ich habe die Außenfelge, die hier im Rad fest verbleibt. Und dann wird es nur drauf gesteckt und einmal festgeschraubt. Ja. So schaut die ganze jetzt aus. Und das heißt, das wäre jetzt die Alternative, die ich mir ausgedacht habe, wo ich mir denke, so werde ich es wahrscheinlich machen, dass ich hier auf die eigenen Felgen übergehe, wo ich ja auch im Endeffekt dann gleich die Befestigung entsprechend machen kann, je nachdem, welche Motoren ich einbaue. Genau. Weiß ich aber noch nicht genau, was ich mache. Kommt dann auf, wir werden es sehen. Nur mal so grob die Planung, was hier ansteht. Ja, also wie gesagt, die Reifen sind auf jeden Fall genau die gleichen. Ich verlinke euch die diese Gummireifen hier, verlinke ich euch unten. Und genau, jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Vergleich an. Was kann er, wie hoch kommen wir und so weiter. Ich stelle mal den Dumper, oh, so schön er auch ist, mal gerade zur Seite. Und dann holen wir uns doch hier den Kameraden mal her. So, damit wir auch mal einen direkten Vergleich haben, wo wir liegen.
Also. So. Kriegen wir das aufs Bild? Mäusekamera sehe ich wieder gar nichts. Also. Das ist der Original bzw. der alte Bruderradlader, allerdings mit einer anderen Kabine. Also wundert euch nicht, die Kabine und der Arsch, den habe ich ja alles damals umgebaut. Gibt es auch ein Video dazu, ich verlinke es euch mal hier oben. Also wundert euch nicht, das ist eine neue Kabine. Die alte habe ich hier nicht und ich habe momentan auch keinen alten da. Deswegen müssen wir es mit dem hier vergleichen. Ansonsten ist natürlich der Unterbau genau der gleiche. Ja, da hat sich soweit nichts verändert. Das heißt, die Spurweiten und so weiter sind die Originalen. Gucken wir mal, der hatte jetzt hier Achsstand 20,5. Was haben wir da gesagt? Der war jetzt hier bei 21 oder sowas. Oder auch 20,5. Auch 20,5. Habe ich vorher nicht was anderes erzählt? Okay. Spurbreite im Vergleich. Hier sind wir bei 18. Das ist der hier ein Ticken breiter. Können natürlich auch an den anderen Reifen liegen. Ja? So. Die Reifengröße ist jetzt hier marginal. Also die Dumperbereifung ist einen ganz kleinen Ticken größer. Die sind die 108er. Und hier haben wir, ich muss gerade nachlesen, 104 44 60. Ja, sind also im Endeffekt 4 mm Unterschied. Ja, macht also da jetzt nicht wirklich was aus. Ihr könnt es an sich mit den gleichen Motoren fahren oder mit den gleichen Geschwindigkeiten fahren, wie wir es bei den bisherigen Radlern auch hatten. Was haben wir an der Schaufel? Also die Schaufel ist massiv. Ich find, die wirkt viel, viel größer. Das kann an den Zinken liegen, aber wir haben hier 20 und hier haben wir 18. Ja doch, die ist wirklich 2 cm breiter, was ich auch praktisch bzw. auch nötig finde, denn ich hatte es in irgendeinem anderen Video schon mal erwähnt. So, ich muss ja hier, wenn ich jetzt was wegschiebe, über meine Reifen drüber kommen. Ja, weil sonst, wenn die Schaufel schmäler ist, würde ich ja an der Seite immer einen Steg stehen lassen, über den ich dann drüber fahre. Macht ja keinen Sinn. Ja? So, das heißt, wir haben hier 20 und hier haben wir 18. Ist also schon mal 2 cm nach hinten hin. Ich habe hier keine Zinken dran. Ich messe mal ohne Zinken einfach mal hier nach hinten rein. Hier sind wir jetzt am tiefsten Punkt bei 10 und hier sind wir bei 8. Also auch wieder 2 cm in der Tiefe mehr. In der Höhe 10. Ja, da werden sie sich nicht schenken. Da sind wir hier bei 8,5. Okay, da haben wir ein bisschen weniger, also ein bisschen schmäler, dafür breiter und tiefer. Und wie gesagt, allein schon durch die Zacken vorne, der Hammer. Ja. So, was kann man von der Geometrie, die wir jetzt schon haben? Ich weiß jetzt nicht, wo die Anschläge sind, aber jetzt liegen wir ganz unten auf, okay? Das heißt, ich kann hier unten auf jeden Fall so zuklappen, wenn ich das nachher so beibehalten kann. Aber allein die Geometrie gibt es auf jeden Fall schon mal her, dass ich jetzt hier nirgendwo anstehe mit dem Arm und hier aber die Schaufel zumachen kann. Was ich nicht machen kann hier, ist tiefer fahren. Ich komme nicht tiefer rein. Also ich kann es nochmal hochheben. Ich kann nur die Schaufel hier nach unten, aber ich komme hier, wenn der Arm ganz unten ist, legt die Schaufel plan auf. Ich komme nicht tiefer. Ich kann mich also so gesehen nur wegdrücken, wenn ich jetzt hier die Schaufel nach unten drücken würde. Ja? Was ist das hier für ein Teil? Ah, okay. Dann schauen wir mal. Einmal ganz nach oben. So, jetzt werden wir ganz oben. Ja, meine Güte. Also da sehen wir schon nach oben hin. Höhe haben wir auf jeden Fall. Ich schaue jetzt gerade mal, das Hubgerüst ist auf gleicher Höhe hier. Also exakt gleicher Höhe. Dieser Punkt hier, der Drehpunkt oder Kipppunkt von der Schaufel, ist hier auf gleicher Höhe. Das passt eigentlich auch. Wie schauen wir denn hier unten aus von der Höhe? Sind wir da auch gleich? Dass wir uns schon mal ein bisschen orientieren können vom Umbau her. Wo hat der hier den Drehpunkt? Ich guck gerade mal. Der ist... Irgendwas ist wieder eingerastet. Okay. Also, Drehpunkt ist hier. Ja, der ist ein bisschen niedriger, oder? Ne, dürfte so ziemlich die gleiche Höhe sein. Ist schwer zu sagen, jetzt in dem zusammengebauten Zustand. Jetzt schauen wir mal an. Wir müssen den hier kippen. Der hier kippt
Wir sind ganz oben. Dann kippen wir einmal aus. Das wäre jetzt komplett ausgekippt. Ist jetzt natürlich nicht unbedingt die Schräge zum Auskippen. Ja? Also so. Bisschen steiler. Wäre geil. Ich habe es aber jetzt vielleicht auch falsch im Ding. Jetzt schauen wir mal schnell hier. So, das wäre jetzt der Kippwinkel, den wir hier haben. Also hier fallen wir relativ stark runter. Wir sind übrigens ganz oben, oder? Ja. Ja, wir sind ganz oben. Kommen hier relativ steil runter. Hier, ich sage jetzt mal eher flacher, eher nicht ganz so steil. Ob das ein Problem ist, liegt wahrscheinlich dann am Material. Also wenn ich jetzt hier nasses Material habe, okay. Wir haben bei mir schon, ich habe ja das ein bisschen erhöht, eine Auskipphöhe von 20,5 und hier sind wir ohne Zinken bei 21. Also ganz ehrlich, wenn wir das halten, wenn wir hier noch ein bisschen, aber ich kann ja ein Stück runter, also wenn ich jetzt hier auf die 20,5 oder 21, dann kommt die ja nach. Ja? Also ist klar, wenn ich jetzt hier runterfahre, dann wird es ja immer steiler. Also es geht jetzt nicht, weil die Telemetrie jetzt hier aktiv ist von dem Spielzeug, dass die Bewegung sozusagen automatisch ausgeführt wird oder zwangsausgeführt wird. Schauen wir gerade, ob wir hier tiefer kommen. Ja, also hier habe ich auf jeden Fall, ja, ich komme hier unter Bodenniveau, könnte also nach unten, mich ein Stück nach unten graben. Ja. Genau. Ist auch ein super Modell. Also gefällt mir auch immer wieder. Jedes Mal, wenn ich ihn in der Hand habe. Aber es hat was Neues. Neu ist immer besser, habe ich gehört. So, ich werde jetzt mal die ganzen Spiegel noch hinmachen. Ich mache für euch natürlich Fotos. Und ich würde sagen, ja, der weitere Plan ist auf jeden Fall, das Ganze mal zu zerlegen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, jetzt abonnieren, Glocke drücken, dann werdet ihr informiert, wenn es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen, wie ich das Ding zerlege. Wird mit Sicherheit wieder spaßig, wenn ich mir das so anschaue, denn der hat wieder 800.000 versteckte Klammern mit Sicherheit, die ich erstmal alle finden muss. Und ja, wird spaßig. Vom Antrieb her, wie gesagt, ich will die Reifen unter Umständen wechseln und ich werde hier diese RB35 Motoren, die ich auch in dem anderen Radlader drin haben lassen, die passen wunderbar rein. Wie gesagt, von der Spur sind wir ein bisschen breiter, die Reifen sind ein bisschen breiter, okay, aber ich habe in der Mitte so ziemlich genau das gleiche an Platz wie beim anderen. Deswegen sehe ich da jetzt wenig Probleme. Vor allem, wie gesagt, hier für die Reifen, die hier drauf sind, habe ich E-Radadapter, die könnte ich notfalls so anpassen, dass ich halt genau mit der Spurbreite zurechtkomme. Und ansonsten mache ich eben meine eigene Felge für die Gummibereifung. Und auch da kann ich es ja so anpassen, dass ich halt genau die Spurbreite finde, die ich hier brauche. Also wie gesagt, werde ich wahrscheinlich bei den Motoren bleiben. Was ich nicht weiß, schreibt es mir mal unten in die Kommentare, was denkt denn ihr? Bauen wir wieder einen elektrischen, wie hier hinten. Dann gibt es ein bisschen mehr von mir zu sehen. Gibt vielleicht auch ein paar Teile, die ich selber designe, die ich selber herstelle und so weiter. Die findet ihr dann im Shop. Oder wir gehen in die Richtung Hydraulik. Hydraulik kaufe ich alles zu. Ich stelle keine Hydraulikteile her. Das heißt, die kaufe ich zu. Werde mit Sicherheit hier und da ein Video machen. Aber es wird nichts geben von meiner Seite wahrscheinlich, was euch irgendwie beim Umbau helfen wird, denn das kaufe ich alles zu. Hydraulik ist nicht unbedingt mein Bereich, wäre mein erstes eigenumbautes Hydraulikmodell. Aber wie gesagt, ist halt vom Umbau her vermutlich weniger spannend. Weil, wie gesagt, ich kaufe die Teile, ich messe das aus, ich brauche einen Zylinder in der Länge und dann wird der halt eingebaut. Aber ich mache jetzt nichts selber. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Ich weiß nicht, was haltet ihr davon, wenn wir sagen, wir bauen den mal auf Hydraulik um? Was sagt ihr, wenn wir sagen, wir bleiben in dem elektrischen Bereich, machen ein bisschen mehr selber? Beim Hub weiß ich noch gar nicht,
was wir machen, hier in meinem sind ja die Bausätze vom Wolfgang mit drin. Das ist der Modellradladerumbau in Modulen, heißt es. Ich verlinke es euch auch mal unten. Da ist ja das verbaut, was einsame Spitze ist und wunderbar funktioniert. Wird hier nicht ganz reinpassen, weil einfach das ganze Zeug natürlich auch eine andere Form hat. Hier vorne der Vorderwagen. Da werde ich mich entweder beim elektrischen vielleicht anlehnen, ich weiß es noch nicht. Ja? Jetzt muss man erstmal aufmachen. Wie gesagt, bleibt auf jeden Fall dran, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Info, wenn das nächste Video online geht. Und ich bin mir zu 99% sicher, das wird auf jeden Fall das Zerlegen diesen Kameraden. Ja? Genau, ich mache jetzt die Spiegel hin, mache euch noch ein paar Bilder und die seht ihr jetzt. Und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann.